Der kann ganz beruhigt. Entschuldigung. Sehr schön. Sie hat mich anbehalten. Ja, wunderbar. Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja da der Experte. Ich hätte mal eine Frage wegen der Rente. Ja, also biologisch ist es so, da, so viel kann ich Ihnen sagen, schrumpft der Mensch im Alter. Dadurch schrumpft natürlich, das ist logisch, im Alter auch die Rente. Ja, aber warum? Warum wählen dann die Rentner seit Jahren ausgerechnet immer diejenigen, die dafür sorgen, dass die Rente... Ja, ich habe in einer kleinen Pension, Pension, mir ein paar Gedanken, also die könnte ich... Oh ja, wenn Sie die mit uns teilen möchten, da muss aber ich ja nicht dabei sein. Nein, nicht unbedingt. Ja, also, hallo, ich will mich zunächst einmal outen. Mein richtiger Name ist Schnöder, Vorname Mammon. Also 50 Jahre Deutsch, wer war es? Achso, ja, übrigens, ich, beinahe wäre ich überhaupt gar nicht dazu gekommen heute hier. Ich habe nämlich ein neues, das muss, so viel Zeit muss, ein neues Navigations-, ich bin System, das ist ja. Ich bin heute Morgen vom Ruhrgebiet hier Richtung München. Zuerst sagt die Dame überhaupt nichts. Und plötzlich nach 3 bis 4 Stunden höre ich einen Satz, der lautete, vor 300 Kilometern hätten Sie auf die A Richtung Nürnberg. Aber wie gesagt, so, ich habe schon gemerkt, Sie schauen so ein bisschen, aber das ist, ich hatte eine Nagelbettentzündung und ich mache ja alles grundsätzlich auch hier, wenn ich Zahnstein entferne, also alles Vollnarkose. Was ist heute in den Krankenhäusern eigentlich? Das ist ja wahnsinnig. Als ich entlassen wurde, die Pfleger ein Spalier gebildet, die Schwestern Blumen. Am Ende kam die Oberschwester und der Oberarzt persönlich noch mal gratuliert. Allerdings kam ich dann ins Zimmer, sollte ich kommen, zum Oberarzt. Er hat dann einige Röntgen und hat er mir gesagt, also Herr Schnöder, ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären, wie das in dieser kurzen Periode, die Sie hier bei uns, meine Kollegen habe ich auch gefragt, es ist, niemand kann sich das erklären, dass bei Ihnen sowohl eine Niere als auch die Milz abhandengekommen sind. Und meine Frau am nächsten Tag, der ich die hier unten im Mittelbereich die Narben gezeigt und ich sagte auch, also das ist ja sagenhaft, was die Medizin heutzutage selbst bei so einer kleinen Geschichte für Möglichkeiten hat. Ja, also, wie gesagt, so jetzt kommen wir aber endlich 50 Jahre Freundschaft. Übrigens, das sind ja zwei Länder, die diese Freundschaft, mir wäre es eigentlich lieber, wenn es die Geschlechter wären. Ich beobachte das ja sehr lange, da hat sich jetzt sehr viel getan, zwar schon zwischen Mann und Frau, aber es ist ja immer noch nicht. Und ich glaube, dass das an den Bereichen liegt, die waren früher doch getrennter. Nicht zum Beispiel die Neandertaler. Da hatte der Mann, der konnte mit einer Hand, hat der, was nehmen wir mal, 2 Mufflons auf den Grill geworfen. Und mit der anderen Hand hat er das dann, das ganze Geschehen, noch in der Höhle an die Wand gemalt. Das war unser männlicher Bereich. Die Frau hatte ihren Bereich. Doch, was, ich war nicht dabei. Was hat die? Die stand daneben und hat mit dem Kopf geschüttelt oder was weiß ich. Auf jeden Fall. Oder hier bei den Kreuzzügen. Nicht? Das war ja auch. Wir Männer hatten da unseren Bereich. Wir sind in Blech. Haben wir da die Leute gebeten, dass sie. Also, wir haben ihnen gedankt, dass sie da auf unsere Ländereien aufgepasst haben. Und die Frau hat zu Hause gedacht: Na, vielleicht lötet mich hier mal jemand für ein Stündchen aus der Unterwäsche raus. Also ich will sagen, und das ist auch mein Appell an die Weiblichkeit generell, solange es noch, es wird noch ein bisschen was dauern, bis sich das richtig perfekt zwischen uns allen eingespielt hat, solange es noch Männer gibt, die, wie ich immer sage, in der Waschstraße überholen. Ich komme demnächst noch mal zum Thema. Also vielen Dank, das ist ja, ich bin jetzt auch hier vollkommen da durcheinander.